Die Maßbier, die Brezen und das gebratene Hähnel. All das gehört zum traditionellen Wiesenessen mit dazu. Im Schnitt werden pro Jahr 440.000 Hähnel auf dem Oktoberfest verspeist. 2019 kamen noch 125 Ochsen und 30 Kälber dazu. Getrunken haben die Wiesenbesucherinnen und Besucher im vergangenen Jahr 5,6 Millionen Maßbier. Diesen Konsum möchte die Initiative Faire Wiesen in Zukunft regionaler, nachhaltiger und ökologischer machen. Sie fordert biozertifizierte Lebensmittel. Die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, für die Umwelt schlecht ist, dem Klimaschade, zu Artensterben führt. Und da muss sich dringend etwas ändern. Und es gibt Alternativen. Bio, fair, regional hat deutlich weniger schlechte Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf Mensch und Natur. Und wir denken, dass das Oktoberfest ein gutes Beispiel sein kann, wie die Ernährung in Zukunft aussehen kann, wie wir unsere Ernährung zukunftsfähiger gestalten können. Durch die Verdienstausfälle aufgrund der Corona-Pandemie und die starke Inflation sind die Preise auf der Wiesn im letzten Jahr deutlich angestiegen. Eine Maß kostet mittlerweile zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. Für ein Händel zahlt man schon mal um die 15 Euro. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern sieht genau hier das ausschlaggebende Hindernis für die faire Wiesn. Man muss natürlich schon bei der Machbarkeit sein. Also zum einen haben wir jetzt überhaupt nicht die Verfügbarkeit von so viel Bio-Lebensmitteln und zum anderen würde es auch den Preis deutlich erhöhen. Und von daher das Ganze als faire Wiesn zu bezeichnen, halte ich etwas schwierig, denn das einzige Erlebnis, um auch Nachhaltigkeit zu erfüllen, ist ja eigentlich die Regionalität. Auch im Rathaus ist man sich beim Thema Biowiesen uneinig. Doch einige Stadträte unterstützen die Forderung der Initiative. Natürlich ist die Problematik, dass der Absatzmarkt noch nicht so groß ist. Und wenn die Wiesen jetzt als das größte und tollste Volksfest, was wir haben, da ein Zeichen sendet, dass sie bereit sind, da auch mehr von den Produkten anzubieten, dann glaube ich, würde sich auch die Landwirtschaft da weiterentwickeln und dann auch vielleicht mehrere auch in der Region, auch in Bayern umstellen und dann würden doch die Preise nicht so hochschnellen. Ein runder Tisch mit Stadtpolitikern, Oktoberfestgastronomen, Landwirten und Umweltschutzverbänden soll in naher Zukunft zu einem klaren Ergebnis für die Wiesn kommen. Das allgemeine Ziel ist, das Oktoberfest soll für die Besucherinnen und Besucher bezahlbar bleiben.